kunstwissenschaftliche Analyse. Heute das beeindruckende Werk von Daniele Negroni mit dem schon subtil in dem Bild eingebundenen Titel Crazy. Der Künstler wollte mit diesem Selbstporträt eindeutig eine Hommage an die klassische Darstellung des Heilands schaffen. Die roten Striemen an der Stirn, eine Anspielung an die Dornenkrone, die unser Herr Jesus Christus bei seiner Kreuzigung tragen musste. Das bekannte Lächeln der Mona Lisa, ohne die Zähne zu zeigen, schmückt sein Gesicht. Ist doch das herzhafte Lachen in der klassischen Kunst gemieden worden, da es als unchristlich angesehen war. Im Werk von Daniele Negroni finden sich weitere Anspielungen auf christlichen Glauben. Sofort fällt unten rechts das Sternbild der Taube auf. Ein Hinweis auf die biblische Erzählung der Sintflut, in der eine Taube einen Olivenzweig zu Noah auf die Arche brachte. Höchstwahrscheinlich. Die exzessiv im Hintergrund verteilten weißen Flecken weisen konträr zum bisher christlichen Bild auf exorbitant ausartenden Geschlechtsverkehr hin. Ein atemberaubendes Kunstwerk. Dem Künstler gelingt die Darstellung des Bruches zwischen Glaube und Sexualität. Need for Speed Most Wanted. Ja, das Spiel heißt genauso wie sein Vorgänger aus dem Jahr 2005. Da wurde jemand aus der Namensgebungsabteilung einfach ganz schlecht bezahlt. In Need for Speed Most Wanted müsst ihr Auto fahren. Und ihr müsst Verkehrsverbrechen begehen. Und der Polizei davonfahren. Denn ihr wollt zu den Most Wanted gehören. Den am meisten gesuchten Autofahrern mit den geilsten Karren. Und da gibt es, ich sag mal, interessante Anfangssequenzen. Okay. Im Spiel gibt's übrigens 10 Most Wanted Autofahrer mit geilen Karren, die ihr besiegen müsst. Und wenn ihr sie besiegt habt, dann müsst ihr nochmal deren Auto rammen und zum Schrott fahren, damit es euch gehört. Ja, ich habe ihn besiegt. Jetzt gehört mir dieser Haufen Metallschrott. Yay. Keine Sorge, Reparaturkosten gibt's einfach mal nicht in der Welt von Need for Speed. Da fährt man dann einfach durch so eine Tankstelle durch und hui, alles sieht wieder geil aus. Generell sieht alles in diesem Spiel so ein bisschen geil aus. Die strahlenden Lichteffekte, der leichte Staub auf der Kameralinse, die glitzernden Pfützchen auf der Straße. Das Spiel sieht sogar so geil aus, dass die PlayStation 3 die volle Ausmaße der geilen Grafik gar nicht mehr unterstützt. Das kriegt man dann nur noch mit so High-End-PCs hin. Das Spiel sieht aber auch mit normalen Grafikeinstellungen ganz nett aus. Man sollte natürlich, wenn man das Spiel am PC spielt, so einen geilen Controller haben. Am besten einen No-Name-Controller, wo der linke Stick nicht geht. Yeah. Ey, Profi am Werk, ne? Das ist ein Chuck Norris Controller. Chuck Norris lenkt nicht das Auto. Chuck Norris lenkt die Welt. Also auch wenn man sich für Autos nicht so interessiert, schnell fahren macht Spaß. Außerdem ist die Welt, die man da befahren kann, ziemlich groß und frei befahrbar. Also es gibt eigentlich keine Abgrenzungen und auch nicht so fette Pfeile, die so hier, da lang, du musst hier lang fahren. Die einem so den Weg zeigen bei irgendwelchen Runden. Und der Soundtrack zum Spiel ist richtig gut. Also richtig schöne Autofahrmusik mit so ein bisschen Rock'n'Roll und ein bisschen Pop und ein bisschen Dubstep. Ist alles dabei. Ich habe mein Auto in die Brücke krachen lassen. Ich habe zugesehen. Ich ließ es brennen. Ja, das nenne ich schöne Autofahrmusik. Das Spiel sieht gut aus, hört sich gut an und ist spaßig, obwohl man nichts anderes macht als Autofahren. Und deshalb bekommt Need for Speed Most Wanted von mir 4 von 5 Views. Aromatic, 사랑스러워.
Nachbarn Gangnam Style. Hey Leute, hier ist Rotten Bunny Corps LP. Herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play vom Spiel Cuddys Lebenssimulator 3000. Ich zeige euch am besten erstmal den Singleplayer. Es dauert jetzt ein bisschen, muss erstmal laden, weil Cuddys Leben total aufwendig gemacht ist und ganz viel Speicher wegnimmt. So, da sind wir auch schon. Nicht wundern, ich hab mir eine Waffe reingecheatet. Ich teste mal eben die Steuerung. So, wie springt man nochmal? Ach, mit Space-Taste. So, dann schauen wir uns jetzt mal ein bisschen um. Ja, die Grafik ist schon mal ganz cool. Ich mach mal First Person. Ja, also echt hochauflösende Texturen, total schön. Ich mach mal eben wieder zurück. Dann schauen wir uns mal um. Ich sehe da hinten schon eine Tür, da gehen wir mal durch. Wieso geht das nicht? Dort möchte ich jetzt noch nicht lang gehen. Was ist die denn für eine bescheuerte Stimme, ey? Ich geh mal weiter gucken, was ist das hier? Eine Kommode. Sie scheint verschlossen zu sein. Okay, dann wechsle ich mal zur Hand und öffnen. Verschlossen. Ach, okay, hoffentlich finden wir irgendwas. Aha! Ein Karpfen, den kann man immer gebrauchen. Cool. So, was ist noch auf dem Tisch? Nehme ich einfach mal mit. Und was sehen meine Augen da? Ein Hammer! Wie geil! Damit kriegen wir bestimmt die Kommode aufgebrochen. Also schnell wieder zurück. Hammer auswählen. Und jetzt Kommode aufbrechen. Shit, das geht nicht. Im Karpfen? Mal probieren. Vielleicht doch der Hammer nochmal. Und... Warum geht das nicht? Los, jetzt mach die Kommode auf, verdammt nochmal! Mach sie auf! Nein, nicht springen, du sollst nicht springen! Dieses blöde Spiel, nichts funktioniert hier, nein! Ja schön, jetzt haben wir durch die ganze Scheiße auch noch Lebensenergie verloren, ey! Oh, jetzt humpelt die Figur auch noch so mega langsam, ey! Wir brauchen dringend was, was Lebensenergie wieder auffüllt. Ah, hier sehe ich schon ein Brot, das nehme ich mal. Okay, was ist denn jetzt los? Das Brot fordert uns heraus! Das ist das mega schwere Brot-Ess-Level! Bin da noch nicht so gut drin, ey! Und die Steuerung ist auch so blöd! Yes! So, noch mehr, komm! Iss das Brot auf, noch mehr! Yay! Gewonnen! Okay, dann zeige ich euch jetzt noch mal eben den Multiplayer. Lädt wieder ein bisschen. So, beim Multiplayer spielt man mit anderen... Noob! Okay, das war der Multiplayer. Bis zum nächsten Mal, euer Rotten Bunny Corps LP. Voll geil! Obama hat ein Video hochgeladen. Gleich mal anklicken. Super lustige Vlogs vom Mr. President. Informative Vlogs vom Mr. President. Einfach geile Vlogs vom Mr. President. Was up, Leute? Ich bin's. Euer Mr. Praise. Ich fress Pizza mit Käse. Mein Master! Herzlich willkommen zu meinem allerersten Videoblog. Vlog, wie die richtig coolen Leute auf YouTube sagen. Cool! Und ich bin jetzt YouTube-Partner geworden. Das heißt, es wird Werbung in meine Videos eingebunden und ihr müsst das anklicken. Und ich krieg Fettkohle dafür, yo. Fettkohle ist übrigens eine Art Steinkohle, die zur Erzeugung von Wärme in der Industrie und zur Herstellung von Koks verwendet wird. Na, habt ihr was gemerkt? Ich hab einfach irgendeinen Mist in die Kamera erzählt und ich werde durch die Werbung dafür auch noch bezahlt. Das war mein erster Vlog. Peace out. Bis dann, euer Mr. President. Oh, schon wieder ein neues Video von Obama. Hoffentlich ist diesmal nicht so viel Werbung, ey. Starker Regen. Die Frisur hält. Schweiß und Hitze beim Sport. Die Frisur hält. Hurricanes und Naturkatastrophen. Die Frisur hält. Drei Wetterschäft. Immer eine gute Frisur. Hi, Leute. Ich bin's, euer Mr. Praise. What's up? Vlog Nummer 897. Ich habe seit mehreren Monaten mein Präsidentenamt und alle Aufgaben dazu einfach vergessen. Und wie meine Frau aussieht, weiß ich auch nicht mehr. Wasted! Ich brauche mehr Klicks. Bitte müsst meine Videos und die Werbung darauf viel öfter anklicken. Ich brauche die Kohle, Mann. Ich mache ab jetzt alle 2 Stunden ein Video und erzähle euch super interessante Dinge. Wusstet ihr, dass Schmetterlinge mit ihren Beinen schmecken können? Stellt euch mal vor, Menschen könnten das tun. Ich stelle mir das oft vor. Hey, Moment mal, du kannst jetzt nicht einfach verklicken, nur weil ich in jedem Video nur noch Mist erzähle. Ich muss meine Kinder ernähren und... Ach, total langweilig. Obamas Videos werden immer schlechter. De-Abo. Was gucke ich denn jetzt? Ich gebe mal bei YouPorn Merkel ein. Oh Gott! Yeah! Japano-Schlampen erleben Schlampen!
schlampige Abenteuer. Total schlampig. Japano-Schlampen! Schlampig gezeichnet, schlampig animiert, total stumpfe Anime-Scheiße! Japano-Schlampen! Folge 13, neue Freunde! Hast du schon gehört, dass heute ein neuer Schüler in unsere Klasse kommt? Ja, und sein Name ist angeblich Kai. Kai, hä? Hoffentlich sieht er gut aus. Aber du bist doch mit Mushushu zusammen. Mit wem? Mushushu. Was? Mushushu. Bitte? Mushushu. Wie war das? Mushushu. Keine Ahnung, wovon sie redet. Kai, ne Ahnung. Hoffentlich ist dieser Kai kein Idiot. Kai heißt ein Arenaleiter von Azalea City bei Pokémon. Oh Gott, vielleicht ist er das ja. Liebe Kinder, begrüßt Kai, eure neue Mitschülerin. Ein Mädchen? Ein Mädchen. Ein Mädchen? Ein Mädchen? Ein Mädchen. Hi, ich bin Kai. Ich komme aus Hawaii. In Hawaii ist Kai ein Mädchenname. Kai aus Hawaii ist Kawaii. Hey, ich kann auch was reimen. Ciao ist schlau und wow. Huch, ich hab meine Kreide fallen lassen. Oh, warten Sie, ich heb sie für Sie auf. Oh nein, sie ist unter den Schreibtisch gerollt. Dankeschön. Wo soll ich mich jetzt hinsetzen? Oh, neben Chow ist noch ein Platz frei. Neben ihm ist gar kein Platz frei. Waka, du sitzt ab jetzt vorne, weil du die beste Schülerin bist. Die beste. Hi. Ist es schlimm, dass deine Freundin jetzt woanders sitzen muss? Sie ist nicht meine Freundin. Oh, dann kann ich ja deine Freundin sein. Yeah, das war's wieder von den Japano-Schlampen. Endlich hat Chow eine Freundin gefunden. Aber Waka scheint nicht damit einverstanden zu sein. Schalte doch beim nächsten Mal wieder ein. Vielleicht hat Kai einen unglücklichen Sturz von der Schultreppe. Hi Leute, na, wie geht's? So, hallo. Hallo. Es ist mal wieder Zeit für eine neue Netmob-Challenge. Und diesmal drehen wir den Spieß um. Ihr konntet mir eine Herausforderung stellen. Was ist so bekloppt, dass es nicht mal Cult Mirror malen könnte? Cult Mirror könnte kein einfaches Haus vom Nikolaus malen, ohne übertriebene Kunst hineinzusehen. Kadi kann kein Bild von einem Blubberblasen-Diamantdrachen, der Staubsauger auskackt und im Panzer sitzt, malen. Drache, der Staubsauger auskackt und im Panzer sitzt, das ist einfach. Hitler auf einem Einhorn lachend mit Herzchen, Regenbögen und mit einem Pop-Tart. Als wenn Einhörner sowas Beklopptes wären. Ein Drache, der ein Auto fickt. Das wurde schon gemalt. Irgendwo auf der Welt gibt es jemanden, der das schon mal gezeichnet hat. Und ich kenne diese Bilder. Ja, womit verbringe ich mein Leben, ey? Angela Merkel mit Sixpack. Ein Ravioli-essender Einhorn-Roboter mit regenbogenfarbener Zunge, der kleine Hipster-Dreiecken an kleine Kinder verfüttert. Auf dem Roboter sitzt Sylvester Stallone mit Weihnachtsmütze und Partytröte, der mit Blitzen wirft. Er hat übrigens einen Meerjungfraumann-Fischschwanz. Das reicht jetzt. Gibt es sonst noch Fragen? Entschuldigung, ich muss bürgen. Danke, Olga. Sayalin fragt, kann man dich jemals im echten Leben treffen? Im echten Leben? Guck dich doch mal um! Ich bin hier drin gefangen! Tag und Nacht muss ich Videos für die machen! Nein, nein, ich will nicht wieder die Spritzen kriegen! Nein, nein!